sind so mitunter die am häufigsten vorkommenden und letztendlich auch sozusagen Quick Wins, ja, noch in der Schwebe. Und das kann aber auch sein, da haben wir auch ein weiteres Beispiel, da haben wir auch ein Angebot vorliegen, da geht es um 380.000 Euro. Hallo, herzlich willkommen. Hier mal drei von insgesamt 17 Wegen, wie du deinen Vertriebs- und Marketingprozess optimierst. Warum sage ich immer Vertriebs- und Marketingprozess oder Marketing- und Vertriebsprozess? Weil bei uns, also sozusagen bei Klein Marketing, ist es so, dass wir mittlerweile sagen, okay, Vertrieb und Marketing sind miteinander untrennbar miteinander verflochten. Ja? Und letztendlich gibt es auch sozusagen Tätigkeiten, Teilbereiche, ja, wie zum Beispiel was LinkedIn betrifft und so weiter, wo das einfach der Übergang einfach fließend ist. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier eine Nachricht, eine Message gebe, eine Direct Message sozusagen an einen Interessenten und mich dort connecte und so weiter, ist das jetzt Marketing oder ist das schon Vertrieb? Ja, ist das schon Inside Sales? Ist das schon Cold Contacting und so weiter? Ja, und oder ich, während ich quasi am Telefonat bin, ne, und mich dann mit jemandem, mit einem Prospekt verknüpfe auf LinkedIn, ne, dann mache ich gleichzeitig Marketing und Vertrieb oder sowas, ja. Oder Akquise und Marketing oder. Also von daher immer Marketing und Vertrieb untrennbar. Also hier mal drei von insgesamt 17 Faktoren, die wir mal so zusammengeschrieben haben. Wenn du die kompletten 17 Faktoren möchtest, wo du deinen Vertriebs- und Marketingprozess optimieren kannst, also wir haben das quasi uns zusammengeschrieben im Zeitraum der letzten 1 bis 2 Monaten und basiert auf den Erfahrungen der letzten 2 bis 3, 4, 5 Jahre wahrscheinlich. Ja? Also so weit zurück erinnere ich mich dann teilweise schon gar nicht mehr. Aber das sind so mitunter die am häufigsten vorkommenden und letztendlich auch sozusagen Quick Wins, ja? Wo du einfach mit sehr, sehr wenig ein bisschen hier und da mal eine Schraube drehen, ein bisschen was optimieren, sehr, sehr viel erreichen kann, also sehr, sehr viel mehr erreichen kannst, teilweise mit ein paar Telefonaten irgendwie eine fünfstellige Summe mehr verdienen kannst, etc. pp. Ne? Also davon sprechen wir hier. Hier mal drei, wie gesagt, wenn du die 17, ja, die 17 Punkte komplett willst, dann kriegst du die nur, wenn du dir bei uns ein Erstgespräch buchst. Ne? Also da gibt es jetzt hier nicht irgendwo so einen Download, wo du mal irgendwie deine 15. Gmail einträgst, ja, und dann kannst du es ja gratis downloaden und so ein Kram. Sowas machen wir nicht. Also sogenannte Freebie-Funnels machen wir hier nicht bei Klein Marketing. Lehnen wir ab. Ne? Das ist einfach nur aufgeblähte E-Mail-Listen, die da zusammenkommen. Ja? Und 80% davon sind sowieso nur Mitbewerber oder irgendwelche Leute, die da irgendeine E-Mail rein tippen, ja, die sowieso nie wieder öffnen, die es einfach nur für solche Sachen eben nehmen, weil ich mache das Gleiche nämlich auch. Ne? Ich habe insgesamt wahrscheinlich 117 verschiedene E-Mail-Accounts. Ja? Von daher, wenn du dir bei uns ein 1:1 Zoom-Call-Gespräch buchst, ne, da wirst du natürlich dann auch ein paar Fragen gestellt, also das muss eine qualifizierte Anfrage muss es sein. Und wenn du bei uns eine qualifizierte Anfrage stellst, dann wird die auch akzeptieren, diese Erstbewerbung für dieses Erstgespräch, für diese Strategiesession, dann bekommst du nach, als Folge dessen, sozusagen als Bestätigung, wenn dieses Gespräch erfolgreich war, das ist völlig unverbindlich und kostenlos. Ne? Aber das muss eben erstmal stattgefunden haben und dann bekommst du von uns die komplette Liste mit diesen 17 Faktoren. Hier mal die drei, um dir sozusagen schon mal so ein bisschen den Mund wässrig zu machen, logischerweise. Okay? Also, der erste Punkt ist letztendlich hier drei Faktoren der Optimierung. Okay, ich könnte hier auch als Überschrift schreiben, drei Quick Wins. Ja? Das erste, wo ich immer wieder merke, ist, wir gehen jetzt mal komplett weg von der Kaltakquise. Wir sind jetzt bereits immer mitten im Akquiseprozess und wir haben bereits einen ersten, zweiten, dritten Zoom-Call gehabt mit dem Prospect. Also ich meine jetzt hat du, der Softwareentwickler, der IT-Experte, mit
einen potenziellen Neukunden, das kann jetzt irgendwie ein Maschinenbauer sein, ein Elektrobauteilehersteller, ein Rohstoffverarbeitendes Gewerbe, whatever you name it. Na? Und dort hast du bereits ein Angebot. Abgegeben. Ja, wir befinden uns also bereits in der Angebots, sogenannten Angebotsphase. Ja, und da haben wir in der Regel ja schon ganz viel Energie, Zeit und Geld reingesteckt, nicht wahr? Also eventuell vielleicht sogar jemanden beauftragt, vielleicht sogar jemanden dafür eingestellt, der uns hier die Telefonakquise macht. Vielleicht sogar zusätzlich noch und oder eine Agentur beauftragt, die uns Facebook-Werbung, Google-Ads schaltet, you name it. Eventuell hat uns dieses hier, dieses Angebot, und wenn du dann sozusagen das Ganze professionell machst, solltest du eventuell sogar schon einen Preistag dahinter haben. Also sowas ähnliches wie einen CPA, also einen CPA. Den hast du, diesen Begriff hast du vielleicht, ist dir vielleicht schon mal untergekommen, irgendwie so, wenn du dich quasi so im Internet bewegst und dir was über Marketing reinziehst und sowas. CPA. Und ein CPA, ja, das ist der sogenannte, ja, Cost per Angebot, ja, Cost per Offer, ja, ist eigentlich CPO, ja, okay, Englisch oder Deutsch, ist auch egal, ja. Ich wollte jetzt ein bisschen Scherz draus machen, also CPO ist jetzt nicht Cost per Offer, okay, also du solltest ungefähr wissen, was kostet es dich insgesamt ein Angebot so weit zu kommen, ja, im Akquiseprozess, dass du ein Angebot abgegeben hast und das liegt jetzt da quasi beim Entscheider rum. Ja, und dann musst du es mal prüfen und dann sich besprechen noch mit der Fachabteilung und mit dem Einkäufer und mit dem CEO, mit dem Geschäftsführer 1, 2, 3 und so weiter. Ja. Und dieses Angebot, sagen wir jetzt, ach, das könnte jetzt sonst was sein. Ne? Das kann sein, dass das irgendwie 14.000 Euro sind. Wir hatten jetzt zum Beispiel so einen Fall, da war das hier zum Beispiel, ja, 14k, also ungefähr einen Monat Arbeit, also für so eine Art POC. Ja, so ein POC. Zusätzlich möchte ich jetzt nicht gehen, weil es ist ja irgendwie top secret. Ne? Das ist ja ein echtes Beispiel von einem unserer Kunden. Und wie gesagt, wir sind noch nicht abgeschlossen, von daher noch in der Schwebe. Und das kann aber auch sein, da haben wir auch ein weiteres Beispiel, da haben wir auch ein Angebot vorliegen, da geht es um 380.000 Euro. Ne? Das ist so quasi so ein Full-Service, nee, nicht Kunden, in dem Fall ist es ein Full, sogenanntes Full-Service-Portal. Ja, da gibt es öfter mal solche Fälle. Ja, manchmal geht es mehr in so Richtung Commerce, manchmal geht es mehr in so Richtung Service. Ja, so 4.0 IoT oder Wartungsgeschichten, ja, wo du letztendlich dann sozusagen vollautomatisch irgendwie dann herausgefunden werden kann, wann ein Ersatzteil irgendwie ausgetauscht werden muss. Ja, und dadurch eben quasi sozusagen Leerlaufzeiten oder Stoppzeiten und so weiter quasi reduziert auf Null werden können. Dadurch, dass ich sozusagen die Verschleißteile zum Beispiel etwas weiter, so mal einen Tag vorher, als sie wirklich dann zusammenbrechen, austausche, habe ich da sozusagen einen Tag Verlust. Aber insgesamt habe ich vielleicht 4 Stunden weniger Stillstand. Und dieser 4 Stunden weniger Stillstand, der kostet mich vielleicht 20 Mal mehr im Betrieb, wenn ich so eine Produktion habe, na, wo es einfach hoch hergeht, als wie jetzt dieses Ersatzteil einen Tag vorher oder einen Tag verfrüht wieder auszutauschen oder irgendwie sowas. Na, also steht überhaupt nicht in Relation, deswegen will man dann so ein Full-Service-Portal oder sowas dann sozusagen, wo dann die ganzen Service-Mitarbeiter, ja, zum Beispiel der Flughafen München hat sowas auch, ja, also viele Anwendungsfälle gibt es da. Aber es gibt auch noch viel zu tun, also viele haben da auch noch gar nichts oder sind erst dabei. Und deswegen ja hier auch dieses Use Case. Und sowas kann dann schon häufiger mal hier eine 500.000, 250.000, auch noch viel mehr bedeuten, je nachdem, mit welchen Kunden du da konkret besprichst. Und da liegt halt so ein Angebot. Ja? Und das ist natürlich diese eine Quick Win, wenn du jetzt hier, und ich habe das immer wieder, dann sage ich, okay, zu meinem Kunden zum Beispiel so, okay, wir haben ja da so ein Angebot und so weiter, wie sieht es denn da aus? Ja, weiß ich nicht. Sag ich, warum weißt du das nicht? Ja, weil es hat sich noch keiner zurückgemeldet. Sag ich, wie wär's denn, wenn du dich mal meldest? Ja, weil je nachdem, wenn wir auch operativ unterstützen, dann vereinbaren wir halt, je nach Kunde, ist es mal ein bisschen unterschiedlich. Und dann übernimmt halt irgendwann mal unser Kunde, je nachdem, wie viele Ressourcen der hat, wie viele eigene Vertriebe etc., dann den Lead sozusagen. Das ist ein sogenannter, also SQO, ja, Sales Qualified Opportunity. Und
dann kümmern wir uns auch nicht mehr darum, wenn wir den Auftrag nicht haben, ganz klar. Wir wollen ja dem nicht irgendwie hier in die Quere kommen. Nicht? Das nicht, dass da irgendwie jetzt gleichzeitig drei Leute anrufen oder sowas. Das wäre dann eher wieder kontraproduktiv, obwohl, hey, also wir wissen uns da auch intelligenterweise dann auch zu benehmen. Ne? Das kommt ja ab und zu mal vor, nicht selten, aber nicht häufig, dass wir parallel zwei Personen gleichzeitig und das gleiche Lied bearbeiten. Dann wissen wir natürlich, was wir zu sagen haben. Dann sagen wir, ah, okay, ich bin gerade aus dem Urlaub zurück oder ich bin gerade neu hier. Wir wissen immer, was wir sagen, egal in welchem Ding. Na, also, da sind wir schon sehr, sehr geschult. Aber wenn wir es vereinbart haben, dass das jetzt beim Kunden bei uns liegt, na, dann machen wir da nichts mehr. Und dann fragen wir halt irgendwann mal nach, okay, weil geht es ja irgendwo eine Viertelmillion, eine halbe Million. Wie sieht es denn aus? Also zumindest mal, dass du weißt, wo Status Quo ist. Und dann sagst du, na, ich habe da nichts. Und hier einfach ist der Quick Win Proaktivität. Ja, also wirklich hier mal drei Ausrufezeichen. Du hast ja quasi den Braten schon im Ofen. Ja, du musst jetzt einfach nur noch schauen, dass das Ding gar ist. Und dann kannst du anfangen zu essen. Ja? Also du bist ja gar nicht mehr am Jagen im Wald, ne, als mein übertragenen Sinne. Ne? Kaltakquise, kalte Ads schalten und so weiter. Diese ganzen Aufwände, bevor, ja, dass du jetzt quasi da die Schmetterlinge fängst mit deinem Netz, gestern hatte ich so ein Beispiel genannt, oder dass du halt im Wald irgendwo rumläufst und auf der Pirsch bist und einen Hirschen jagst, ne? Das sind wir ja, das haben wir alle schon gemacht. Wir haben ja schon das fertige Spanferkel zu Hause in der Küche. Ja? Und jetzt schieben wir das im Ofen rein, jetzt muss halt nur noch gegart werden. Und jetzt sind wir schon kurz eigentlich vorm Schmaus, vorm Festschmaus. Ja? Und dann kümmere ich mich da nicht mehr drum. Es ist da, ja, genau da ist eben die Krux. Ne? Da ist eben der Quick Win dran, ja, unter Umständen. Okay, dann, ich hätte euch ja versprochen, in diesem Video 3, jetzt sind wir schon bei Minute 12 oder irgendwie sowas. Ja? Ich werde es ein bisschen kürzer machen. Aber wie gesagt, hol dir bei uns einen Termin, dann kriegst du die 17 Punkte, ja, wenn du dich qualifizierst, natürlich. Ja? Also einfach nur einen Termin machen und dann kriegst du die 17 Punkte. Nein! Muss ich auch erst qualifizieren, Fragen schön anbeantworten, ja, dann analysieren wir das und dann sagen wir, okay, dann machen wir den Termin und wenn dann alles klappt, dann kriegst du 17 Punkte. Ja. Okay, haben wir ja auch ein bisschen Arbeit reingesteckt. Ne? Okay, also das ist schon mal einer, den kannst du jetzt hier mal einfach so mitnehmen, hier auf YouTube, ja, und auch sonst irgendwer und auch Mitbewerber und so weiter, die weiß ich, zu 100% meine YouTube-Videos auch anschauen, egal wie viele Klicks sie bekommen. Die Hälfte davon sind sie wahrscheinlich immer Mitbewerber und dann, die haben dann wahrscheinlich, häufig haben die dann irgendwie, keine Ahnung, mehr Budget und dann tragen sie in die Welt hinaus, von mir aus, ja. Deswegen gebe ich auch nicht die kompletten, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich hier nicht die kompletten 17 Punkte einfach so auf YouTube raustrage. Ja. Den Punkt hier habe ich schon öfter mal erwähnt, also hier gerne nochmal, ja. Und nur wenn du diesen einen Punkt jetzt umsetzt, ja, dann allein den schon, es kommen noch zwei, aber da mache ich jetzt extra Videos draus. Also unbedingt dranbleiben, Kanal abonnieren, ja. Und die drehe ich heute nicht mehr, heute habe ich keine Zeit, morgen, übermorgen, ja, und dann werden die im Laufe der Woche oder nächsten ein, zwei Wochen dann auf YouTube auch veröffentlicht. Hol dir einfach hier das Abo und im Idealfall den Termin und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis gleich, ne, im Termin. Spätestens morgen. Alles klar, danke Thomas Klein, Happy Hunting und hau rein, lass dich nicht unterkriegen. Bis dann, tschüss.